Ja, sieht es nicht toll aus? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal wieder am bekannten Bienenstand. Und zwar treibt mich einfach die Neugier um. Die besten imkerlichen Entscheidungen fällig eigentlich, wenn ich so mir ein bisschen Zeit nehme, zu dem Bienenstand fahre, ohne was zu arbeiten, sondern ich nehme oft das Fahrrad und fahre die Bienenstände ab und guck einfach, ne? Weil mit dem Fahrrad hast du diesen unheimlichen Vorteil, du hörst voll viel. Ne? Du fährst durch den Wald, du hörst es summen, du fährst an der Akazie vorbei, ne? Du siehst sie, du riechst sie, du hörst es summen. Edelkastanie im Wald, Brombeeren, du siehst die Bienen fliegen, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. All das bekommst du mit dem Auto gar nicht mit. Und da muss ich sagen, da habe ich viele tolle Standplätze gefunden, bin zeitlich auch höher, sehe oder riech was, wo die Wagen noch gar nicht anzeigen. Und das ist eine ganz wertvolle Zeit. Und das macht das Imkern eigentlich, bei mir zumindest muss ich sagen, ist es auch ein Erfolgsbaustein, weil du musst dir diese Zeit nehmen. Das habe ich gelernt für mich. Du musst dir einfach diese Zeit nehmen. Diese Imkerei darf dich nicht treiben. Das ist ja immer dieses Thema, ich habe es vor langer Zeit mal gesagt, mit diesen Völkerzahlen. Man darf sich nicht an diesen Völkerzahlen festmachen und boah, geil, ey, ich habe 1000 Völker, ich bin der Größte, ich bin der Beste. Wenn dich diese 1000 Bienenvölker vor sich hertreiben und du keine Zeit hast, zu überlegen und auch mit, also in meinem Fall jetzt mit dem Fahrrad rumzufahren und zu gucken und zu riechen und zu schmecken und dann kannst du deine Bienenvölker gar nicht optimal führen. Und wenn du Bienenvölker nicht optimal führst, dann bist du da auch nicht erfolgreich. Das heißt jetzt, behaupte ich jetzt mal ganz grob in der Überwinterung, aber in der Wirtschaftlichkeit auch. Lieber machst du weniger Bienenvölker und treibst deinen Betrieb vor dir her, wie dass dein Betrieb dich vor sich her treibt. Das ist doch eine schlaue Philosophie zum Videoanfang. Und genau bei so einem Termin sind wir eigentlich jetzt. Ich wollte jetzt hier mal ein bisschen rumschauen, was stehen für Arbeiten an, was sagen die Honigräume. Also hier habe ich auch keine Waage. Und da würde ich eigentlich einfach mal durchgehen und so ein bisschen... Mit einer Hand ist das natürlich alles schwierig. In die Honigräume gucken, wie das so aussieht. Vor allem interessieren mich natürlich die Einsargigen, ob die schon ziemlich voll sind. Und da müssen wir sagen, wir hatten jetzt viel schlechtes Wetter. Oder ein paar Tage Wetter mit Regen und so, wo sie nicht so geflogen sind. Früher fliegen sie heute, ist ja immer so, fliegen sie ein bisschen krasser. Also hier müssen wir noch keinen Platz geben. Es riecht überall nach Honig. Was ist denn da hinten? Da hat einer noch gar keinen Honigbaum. Haben wir den etwa? Ne, der hat einen Honigbaum, der steht nur so, so weit im Gras drin. Ist ja Backfast hier, ne? Ist ja wieder hier mein Vergleich mit dem Backfast. Brauchen wir auch nichts machen. Ist ja so ein bisschen mein Backfast-Vergleich hier. Und vielleicht kann man sagen als Resümee, so Zwischenstand, wenn wir uns den Honig anschauen, mit dem Honig ist es, merke ich bisher absolut keine Unterschiede. Klar, in der Volksstärke, da will ich später mal nochmal verstärkt drauf eingehen. In der Volksstärke ist es klar so, dass es da Unterschiede gibt, behaupte ich jetzt mal so grob. Im Honigertrag habe ich bisher noch gar keinen Unterschied festgestellt. Im Schwarmtrieb tue ich mich schwer, ne? muss ich sagen, tue ich mich schwer. Ich meine, das sind jetzt auch nur 16 Stück. Mit welchen 16 Stück vergleiche ich die bei mir? Ich finde bei mir auch sicherlich 16, eine 16er Gruppe, die keinen Schwarmtrieb hat. Deshalb ist es schwierig, da wirklich eine
eine fundierte Aussage zu machen bisher. Also ich meine, ich beobachte das ja noch ein Weilchen. Irgendwann machen wir mal so ein Abschlussvideo. Da hauen wir das sicherlich rein. Aber da ist es sicherlich schwer, wirklich eine statistisch belegbare Aussage zu machen. Ja, weil das auch so unterschiedlich ist, muss ich sagen, bei manchen Völkern. Was ich sagen kann in der Stelle, also das ist jetzt alles gefühlt, ne, das ist jetzt nicht statistisch überwiesen. Ich habe ziemlich genau, oder nicht ich, aber die Imkerei meiner Frau hat ziemlich genau diese Völkeranzahl auf Zander einräumig mit ja einer ziemlich gleichen Genetik, wie ich sie in der Dant habe. Und da muss ich sagen, da haben wir ganz krass den Unterschied. Da sagen wir auf jeden Fall Zander einräumig im Vergleich zu der Dant, sage ich auf jeden Fall, der Zander hat mehr Schwarmtrieb. Ja. Auf diese Aussage, ich glaube, da würde ich mich wirklich festlegen lassen. Zwischen Backfast und Carnica ist es schwierig. Also ich habe jetzt hier, ich meine, ihr seht, da sind halt auch welche Völker dabei, die nicht super stark sind. Ich habe jetzt hier keine einzigste Schwarmzelle gesehen. Ne, bisher. Das kann man sagen bei den 16 Stück. Wir haben jetzt ja Ende Mai, habe ich nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich habe auch bei meinen Bienenvölkern, bei der Carnica habe ich, finde ich, halt auch 16, also nicht willkürlich zusammengerufen, sondern ein Block, der so steht, 16 bis 20 bis 30 Bienenvölker, die keinen Schwarmtrieb haben. Ne, deshalb kann ich nicht sagen, ist schlechter oder besser. Tendenziell vom Verhalten und so würde ich schon sagen, dass sie vielleicht ein bisschen besser sind, aber das ist ein Gefühl. Ne? Vielleicht trügt das Gefühl auch daher, weil es jeder behauptet, dass, ja, wir schauen uns am Ende drüber. Was ich auf jeden Fall mal noch machen will, ist so im Juni eine Populationsschätzung bei Backfast im Vergleich zu Carnica, dass wir einfach dieses Thema mal unterlegen, machen sie wirklich stärkere Völker. Und wie gesagt, Honigertrag bisher, ja, merke ich keinen Unterschied. Ja. Merke ich wirklich keinen Unterschied. Sanftmut kann man auch sicherlich mit kurzer Hose imkern. Merke ich auch eigentlich keinen Unterschied, muss ich sagen. Ist für mich auch, also auch identisch. Kurze Hose im Korn, wie gesagt, Zecken und so machen wir nicht. Ne? Also ich mache es nicht und dann mag ich auch diese Stiche nicht. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, kann man zufrieden sein. Mit diesen Fluglöchern, die so zugewachsen sind, wenn man jetzt mal hier hinten, hier vorne geht es ja hier hinten, klar könnte man die frei trampeln, aber man kann auch einfach frei trampeln, ne? Muss man ja nicht frei mähen. Das kann man ja auch so machen, dieses Thema. Dann ist da auch mal wieder das besser. Für Freimähen sehe ich da eigentlich, wie gesagt, nicht so den wirklich großen Sinn. Im Prinzip sind wir drauf an dem Sprung zum Waldhonig. Wir finden schon viele Fichten, die beflogen werden. Wir finden auch schon etwas dunklen Honig in den Bienenvölkern. Aber wir haben jetzt noch nicht diese Zunahmen, dass wir sagen, der Wald, der honigt flächendeckend oder honigt extrem. Also das haben wir sicherlich im Moment noch nicht. Wir sind so in der Lücke. Ne? Also wir, bei uns fängt es dann gerade, die Brombeer geht auf und Holunderblüte ist ja immer so ein Zeichen, zumindest bei uns, ich weiß nicht, ob man das pauschal anwenden kann. Holunderblüte ist für eigentlich immer ein Zeichen, dass es der Beginn des Waldhonigs ist. Ne? So, also schattiger Holunder bei uns, ne? Kann man eigentlich immer so sagen. Wenn es denn Läuse gibt, dann geht es meistens mit der Holunderblüte bei uns los. Ja, mehr fällt mir jetzt hier spontan nicht ein. Also ich fahre jetzt einfach so, wie gesagt, ein bisschen die Bienenstände ab. Braucht da pro Bienenstand, schau da 5 Minuten nach dem Rechten. Dann weiß ich einfach, wenn ich meinen Arbeitstag morgen oder übermorgen plan, weiß ich einfach, okay, hier brauchen wir Honigräume dazu. Oder wir brauchen Waben dazu. Oder da brauchen wir erst gar nicht wieder herfahren, da ist alles in Ordnung. Und das mache ich eigentlich so immer ganz gerne.
Und dann habe ich auch an allen Bienenständen oder an den meisten Bienenständen, muss ich sagen, so Zeigerbäume nennen wir das mal so, die besuche ich auch immer, die mir einfach so, sei es jetzt Ahorn, sei es Eiche, sei es Fichte, sei es Tanne, sei es, ne, wo mir einfach so sagen oder stellen, es können ja auch Brombeeren sein, wo ich einfach sehe, okay, wie weit ist die Natur, was passiert als nächstes. Und wie ich anfangs so schon gesagt habe, da brauche ich pro Bienenstand 5 Minuten, fahre da die Bienenstände ab, die bei uns so fahrradläufig in der Gegend sind. Also sagen wir mal so, ich fahre 2 Stunden Fahrrad oder bin 2 Stunden unterwegs, schaue mir die Bienenstände an, schaue mir den Wald an, schaue mir die Wiesen an, schaue mir die Ecke an, dann weiß ich Bescheid. Und das sind eigentlich ganz wertvolle Stunden, die meine Imkerei jetzt schon vorangebracht haben. Und wo ich mich anfangs, muss ich auch sagen, ich komme ja auch zu einer Zeit, wo mich die Imkerei getrieben hat, wo du wenig Zeit zum Überlegen hattest, vielleicht auch noch zu wenig Erfahrung. Das ist dann immer schwierig. Da machst du Fehler, du rennst der Natur hinterher, bist selber gestresst als Mensch. Mittlerweile ist es doch noch anstrengend im Sommer, das muss man schon sagen. Man ist jetzt deshalb nicht ungestresst, aber man nimmt sich die Auszeit. Und fällt dann auch, immer will ich nicht sagen, aber fällt einfach öfters die richtigen Entscheidungen. Und die richtigen Entscheidungen, vielleicht das will ich auch noch sagen, in unserem Betrieb, wir sind ja nicht auf die absolute Menge fixiert, weil wir als Direktvermarkter, wir brauchen ja auch unsere Sorten. Ja, also wir rennen jetzt nicht dem Kilo hinterher. Und deshalb habe ich ja auch immer ein bisschen, muss ich ja auch Standorte haben, wo mir zwar jetzt nicht die extremen täglichen Zunahmen bringen, die ich aber brauche einfach wegen den Sorten. Also ich kann nicht alle in den Wald karren, wenn es da extreme Zunahmen gibt. Ich kann nicht alle Bienenvölker in den Raps karren. Also wie gesagt, Raps haben wir jetzt dieses Jahr, habe ich ja schon mal gesagt, gar nicht gemacht. Bin ich mal gespannt, wie sich's ausgeht. Also vom Zeitmanagement und von der Qualität der Bienenvölker, wie die jetzt dastehen und mit diesem Frühjahr, dieses Jahr, wobei das ja auch ein extrem gutes Frühjahr war, bereue ich es gar nicht. Das muss ich sagen. Total viel weniger Stress gehabt, viel weniger Fahrzeiten. Also man kann das ja auch auf die ökologische Uhr stellen, schreiben, dass man da einfach weniger gefahren ist. Heute quatsche ich voll viel. Na, ja, da müsst ihr jetzt halt durch, ne? Und so ist es im Wesentlichen. Also wenn ihr seht, da hinten wächst eine junge Edelkastanie, die wir hier gepflanzt haben. Braucht sicherlich noch ein paar Jahre, sollte auch bestimmt mal wieder freigemäht werden. Hier haben wir Ahorn, da sieht man jetzt keine Blattspritzer mehr. Ja, also dieses Thema ist eindeutig vorbei. Hier haben wir dann nochmal eine Edelkastanie gepflanzt. Und da im Wald haben wir eben so eine Tannenbaumplantage. Da schaue ich auch ganz gern nach Läusen, wenn ich schon immer hier bin. Und das sind eigentlich hier so ein bisschen meine Zeigerpflanzen. Dann haben wir hier noch Holunder, den ich mir gerne anschaue. Moment. Ja, dann haben wir jetzt hier hinten Holunder. Hier in der Sonne blüht er schon, wie man sehen kann. Und halt da hinten, wo ein bisschen mehr im Schatten ist, fängt er an zu... Oh, hier ziemlich hohe Brennnessel. fängt er an zu blühen. Und das ist, wie gesagt, schattiger Holunder ist für mich auch so ein bisschen so eine Zeigerpflanze, dass es mit der Waldracht losgeht. Hier haben wir wieder ein Ahorn, hier haben wir jetzt, wird man auf der Kamera nicht sehen, ein paar wenig glänzende Punkte noch, aber man hört jetzt auch keine Bienen fliegen. Also ich denke, das Thema, doch, da oben sieht man sie. Dieses Thema hat sich ein bisschen erledigt, denke ich mal. Ja, gut, das wollte ich euch hier noch einfach kurz zeigen. Jetzt mache ich es doch nochmal an, hier haben wir jetzt ein paar Brombeeren mit Ameisen, also wahrscheinlich auch mit Läusen. Ist hier ganz schattig. Ne? Hier unten stehen ein paar Begattungskästchen.
Ja, und ansonsten haben wir hier halt unsere Art der Wiese. Also bei Gärtnerskästchen stelle ich ja wirklich ganz gern schattig hier unter dem Baum. Werde ich auch noch welche stellen. Ja, und wenn ihr das mal anschaut, ne, hier haben wir echt dieses Jahr kommt wohl eine reife Apfelernte hier bei uns im Streuobstbau. Also ich hoffe, ich habe euch mit meinen Gedanken ein bisschen, vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen einen Anstoß gegeben. Ne, das, eine Imkerei kann nicht immer nur Vollgas-Imkerei sein, sondern diese Qualität der Entscheidungen ist manchmal auch total viel wert. Und dieses Kennen von der örtlichen Gegebenheit. Ne? Weil ich habe halt, durch das will ich jetzt noch sagen, was eigentlich die Quintessenz ist von der ganzen Sache. Durch das habe ich halt, bei mir regional hole ich halt Honige raus oder auch Erträge raus. Da fahren andere Imker extrem weit. Ne? Weil diese kleinen Stellen, wo es dann halt mal Tanne um die Ecke gibt oder Akazie oder Edelkastanie, weil die oft gar nicht kennen. Ne? Weil dann fahren die halt. Und wir holen da jetzt, das wäre jetzt keine Sache für Großvermarktung, ne? Weil wir holen da nicht diese großen Mengen raus. Aber wir holen halt manchmal Sortenhonige raus. Oder letztes Jahr oder vor 2 Jahren war das mit, wo schon Rapsacker durchgewachsen ist, mit diesen Blaublütenden. Wir hatten das, ja, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, dann hast du halt einmalig, weil du das erkennst, weil du da deine Bienen hinstellst, hast du einmalig halt diesen besonderen Honig, den du dann ja auch wieder vermarkten kannst, was sich wirtschaftlich ja auch interessant macht. Und du musst wieder nicht wegfahren. Ne? Also, deshalb ein bisschen so meine Anregung, schaut bei euch diese kleinen Regionen an, seid da fit, was da passiert und wenn ihr das habt, dann wagt ihr den großen Sprung in die Welt. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal, dann gibt es sicherlich wieder auch mehr von den Bienen zu sehen. Also, in dem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao.